Welcome back. Leute, jetzt paaren wir zwei Pokémon und lassen sie Kinder kriegen. Reden wir mal über Fortpflanzung, ne? Fortpflanzung ist etwas sehr Schönes zwischen einem männlichen Pokémon und einem weiblichen Pokémon. Jedes Pokémon kann sich paaren, bis auf normale, legendäre oder Eier. Oder Pokémon ohne Geschlecht. Also, die normalen halt, was ich vorhin gesagt habe. Lass uns mal zwei Marills paaren. Erstmal müssen wir Marills fangen. Die Frage ist, wo findet man Marills? Marill? Wo findet man die? Man findet sie fast überall. Also hier quasi. Ich glaube, man muss surfen. Gehen wir mal durch den Metaflow-Tunnel, aber wir können eigentlich auch direkt dorthin fliegen. Jawohl. Ich mach mal lauter. So, jetzt hört ihr was. Damit sich Pokémon paaren können, müssen wir männliches und ein weibliches fangen. Weil wie sollen sich zwei Männer paaren oder zwei Weiber? Dann wären sie entweder schwul oder lesbisch, ne? Warum tauchen hier keine Marys auf? Das müssten Marys sein. Jawohl! Ein weibliches Mary. Jetzt ist die Frage, haben wir genug Pokebälle, um es zu fangen? Ich schmeiß mal ein Pokéball, vielleicht klappt's ja. 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 Ja! Aquamaus. Jetzt brauchen wir ein männliches Marill. Und wie auf Geheiß ist es hier schon. Da wir schon ein Marill haben, können wir den Wiederball benutzen. Ja. 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 Nein! Habe ich eins dabei, das ich schwächen kann? Ja, genau, Anoritz. Lass mal unsere Fossil-Pokémon kämpfen. Nein. Kratzer. Und Kratzer. Ist mir egal, dann geht halt Anorit drauf. Ist jetzt auch nicht so tragisch. Okay. Apaloris. Schmeißen wir nochmal einen Pokéball, vielleicht klappt es diesmal. Nein! Naja, wir haben Timerball. Zeitball. Dieser Witz können nur die Engländer machen. We have the Timerball. Im Deutschen müsste der eigentlich Zeitball heißen. Jetzt aber! Jawohl! Okay, jetzt haben wir zwei männliche und ein männliches und ein weibliches Meryl. Diese müssen wir beide hier abgeben.
Okay. Das kann man auch mit zwei verschiedenen Pokémon machen, die komplett verschieden ist. Zum Beispiel ein Pikachu mit einem Eneko oder so. Aber ich habe jetzt zwei Marys genommen, weil es was Besonderes ist, wenn man zwei Marys paart. Denn daraus kommt ein Ei und aus diesem Ei kriegt man einen Azurill. Ein Baby-Pokémon. Okay, und jetzt laufen wir mal rum und dann warten wir bis wir da ein Ei bekommen. Moment, es gab hier doch mal so eine Stelle, da konnte man einfach durchlaufen. Ah ja, okay, jetzt steht er draußen, jetzt haben sie ihr Werk vollbracht. Ja. Okay, jetzt müssen wir das nur noch ausbrüten. Ich nehme mal das Rad, es geht schneller. Yeah! Sonic-Geschwindigkeit! Okay, jetzt schauen wir mal nach. Es macht Geräusche. Sicher schlüpft es bald. Es ist vom Typ Fragezeichen. Jetzt schlüpft es. Wie? Okay, und? Bling! Warum schlüpft da kein Azurill? Warum bist du kein Azurill? Kann mir das jemand sagen, warum das kein Azurill ist? Was soll das? Das sollte doch ein Azurill sein, oder? Hast du irgendwas mit diesen Pokémon gemacht, Pensionleiter? Hast du ihnen vielleicht was Falsches zum Essen gegeben? Du Wichser! Ich dachte, es kriegt ein süßes Azurill, Mensch. Das hatte ich noch nie, dass da Meryl ausgebrütet wird. Ach, die haben nochmal gefickt. Oh mein Gott, was hast du in ihr Essen getan? Okay, dieser Part war ein Fail, Leute. Bis dann, im nächsten Fall kommt der Pokémon-Wettbewerb.